Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Gute, meine lieben Joule-Junkies und Freunde der 6mm Teilchenbeschleunigung. AK85 ist wieder zurück. Ich begrüße euch zu einem neuen Review. Endlich wieder Videos von mir. Ja, und wenn euch das Ganze gefällt, gerne schon mal ein Däumchen nach oben und ein Like und ein Abo. Das wäre ganz fein. Vielen Dank. Hilft mir, hilft euch und ist natürlich kostenlos. So, heute frisch aus der Begadi-Schmiede ihr eigenes, ja, Sniper-Rifle bzw. Scharfschützengewehr, die Begadi BSR. BSR steht hier wahrscheinlich für Begadi Sniper-Rifle. Das Ganze ist so im M24-Style gehalten, ist im Grunde ein, ein VSR-10 V2-System. Hier wurde komplett eigentlich alles überholt. Es ist von der Bauart her ist es gleich, aber die Teile sind nicht kompatibel untereinander. Komplett neue Hop-Up-Unit, komplett neue Zylinder aus Edelstahl. Direkt ab Werk für Linksschützen geeignet. Heißt, ihr könnt den Kammerstängel hier von links auf rechts ohne weiteres umbauen. Hier ist schon alles dafür vorbereitet. Es ist sehr modular aufgebaut. Wir haben hier ein gut von außen einstellbares Hop-Up-System. Wir haben M-Lock hier an den Seiten. Wir haben hier sogar eine Harris-Zweibein-Aufnahme. Und das Ganze ist wirklich sehr leicht. Und es ist im Grunde die Antwort auf den, ja, kein Kühlschrank aus Österreich. Und ich finde, das Teil macht richtig Bock zu spielen. Ich bin zwar kein Sniper, aber für den Preis von knapp 360 Euro waren es, glaube ich, ja. Alleine was hier an CNC gefrästen Teilen drin ist, ist schon echt beachtlich. Dazu kommen wir aber später, wenn wir das Teil auf dem Tisch zerlegen. Geliefert wird das Ganze natürlich hier in einem sehr schön stilisierten Karton mit dem Aufdruck von dem Gewehr an sich. Das Gewehr kommt natürlich zerlegt. Das müsst ihr vor dem ersten Benutzen erstmal zusammenbauen. Das zeige ich euch dann aber auch noch. Scope ist natürlich auch keins mit dabei. Das heißt, da müsstet ihr eins haben oder bestellen. Kommen wir mal kurz und knackig zur Bedienung und zu meinem ersten haptischen Eindruck. Ich habe das Teil jetzt ein paar Tage hier. Es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Es lässt sich leicht spannen. Und also für mich als Nicht-Sniper macht das Teil echt schon richtig Bock. Gut, überfliegen wir mal kurz die Bedienelemente, die hier an dem Gewehr vorhanden sind. Also hier vorne ist natürlich das Hop-Up-Einstellrädchen. Das ist auch natürlich CNC gefräst und kann hier stufenlos von der Stufe 0 bis Stufe 12 eingestellt werden. Da muss man halt beim Einschießen drauf gucken. Vorne an der Mündung haben wir eine Laufkappe. Die kann man abschrauben, das zeige ich euch später noch. Und in dieser Laufkappe hier vorne drin, in dieser Mündungskappe, ist ein 14 mm Gewinde vorbereitet. Ja, ein passender Adapter ist natürlich auch mit im Lieferumfang enthalten. Da könnt ihr dann Schalldämpfer drauf machen, was ihr wollt. Könnt ihr euch dann halt selber zusammenmodeln. An der Schaftkappe hier, die ist voll gummiert. Hier sind noch zwei weitere Platzhalter drin oder Spacer. Da könnt ihr die Schaftkappe noch ein bisschen verlängern. Die Wangenauflage ist hier in der Höhe verstellbar. Da dreht man einfach hier dieses Schräubchen los und schiebt die dann hoch und runter und schraubt es dann wieder fest. Abzug sieht cool aus, fühlt sich gut an. Sicherung direkt im Abzugsbügel, das heißt, hier ist eure Sicherung und ihr müsst nicht hier hinten irgendwie mit dem Daumen rumfummeln und kommt beim Repetieren aus Versehen dagegen. Nein, hier schiebt man das einfach mit dem Zeigefinger, mit dem Schussfinger nach vorne und dann ist die Waffe entsichert oder zieht es nach hinten und dann ist die Waffe gesichert.
Ja, der Spannvorgang. Wenn man wollte, könnte man es wirklich mit einem Finger aufziehen, wenn man eine stabile Position hat. Das funktioniert wirklich einwandfrei, lässt sich easy spannen. Was mir jetzt allerdings aufgefallen ist, hier ist ab Werk, glaube ich, die 160er Begadi-Feder verbaut, zumindest laut der Joule-Zahl, die im Messprotokoll vorhanden ist. Und aufgrund der Abzugsgruppe, die Abzugsgruppe und Pisten ist ein 90-Grad-System. Das ist ja an sich schon mal nicht verkehrt. Aber die Abzugsgruppe ist, beziehungsweise das SEER-System ist etwas, ja, ich sag mal, unglücklich gewählt, vielleicht auch wegen der Bauart. Hier wird nämlich das SEER wird nämlich vom Abzug, das wird direkt betätigt, man hat direkt einen Druckpunkt, aber man hat einen ziemlich harten Abzug. Also ein weicher Abzug ist was anderes, liegt da dran, hängt zusammen mit der Federstärke, die hier verbaut ist, sehr wahrscheinlich. Und das SEER wird einfach von dem Abzug direkt nach unten gezogen. Das erkläre ich euch dann aber auch, wenn wir das Teil am Tisch zerlegen. Ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum, wir legen das Ding am Tisch. Wir gehen zuerst mal über den Auslieferungszustand bzw. über den Lieferumfang. Fliegen wir mal ganz schnell drüber, ist überschaubar und dann gucken wir uns das Ding im Detail an. So, gucken wir uns erstmal den Lieferumfang an und ja, ein Unboxing wäre in diesem Fall auch nicht schlecht, weil ich finde den Karton so echt schick gehalten. Wir sehen hier einmal ein paar Informationen, was alles mit der Waffe geliefert wird oder was da verbaut ist. Alle weiteren technischen Details findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung. Also, ja, fliegen wir mal kurz drüber. Hier sieht man ein paar Bildchen, so wie alles aufgebaut ist. Hopper, Pionet, Abzugsgruppe, Nozzle, Pisten, Zylinder komplett. Auf der Rückseite haben wir hier nochmal das Ganze in einem anderen Design. Und hier sieht man auf der anderen Seite Hop-Up-Einstellradschaft und so weiter und so fort. Also im Grunde, was alles verbaut ist. Auf den Seiten haben wir jetzt nichts, was von Belang wäre. Machen wir das mal auf. Und dann sehen wir erstmal, dass ich den Karton nicht richtig aufkriege hier. So. Packen wir das aus und das ganze Gewehr kommt erstmal zerlegt zu euch, wie man das zusammenbaut, da kommen wir gleich zu. Kommen wir erstmal hier zum Lieferumfang an sich. Also man hat den Schaft getrennt, man hat zwei Magazine dabei und man hat das Systemgehäuse und so weiter. Ja, dann haben wir hier noch so ein paar Silikatkissen. Dann haben wir hier noch diese Schafterweiterung mit Schrauben. Da sage ich gleich auch noch was dazu. Und da war noch dabei ein Speedloader und ein Reinigungsstab. So, gucken wir uns mal das Beschussprotokoll an. 5 Schuss wurden gemacht. Im Durchschnitt hat das Ganze 2,8 Joule mit 0,40 Gramm BBs. Ja, und dann haben wir hier noch so einen kleinen Flyer mit dabei mit Do's and Don'ts. Und ja, falls ihr das noch nicht gesehen habt, bei Begadi, bei dem Produkt selber, beziehungsweise bei dem Gewehr selber, die haben ganz viele kleine Videos implementiert, so dass ihr, wenn ihr was Spezielles sucht, was ihr, was euch interessiert, könnt ihr auch da direkt bei Begadi mal nachschauen. Die haben da auch Montage- beziehungsweise Demontage-Videos online gestellt. So, ich packe das Ganze jetzt mal aus. Also hier Magazine, 2 Stück in einem grünen Farbton gehalten. Dann haben wir hier den Schaft. Ich habe das Ganze in einem schlichten Grau gewählt. Warum nicht?
mal was anderes als Tann, Grün oder Schwarz. Und dann haben wir noch das System an sich. Gut, ich räume den ganzen Karton jetzt erstmal weg. Und dann kümmern wir uns ums Zusammenbauen. Gut, kommen wir zum Zusammenbauen. Und als erstes müssen wir natürlich den Schaft zusammenbauen, beziehungsweise das Ganze vereinen. Dazu, das kommt vormontiert, der Abzugsbügel, den müsst ihr einmal losschrauben mit diesem 4 mm Innensechskantschlüssel. Wie auch schon erwähnt, leider ist kein Werkzeug seitens Begadi vorhanden. Also da wäre vielleicht noch ein kleiner Kritikpunkt, den man anbringen könnte, weil, naja, wenn wir mal ehrlich, das Werkzeug mit beizulegen, das kostet jetzt auch nicht die Welt und die 2 Euro mehr, die sollte dann auch jeder haben, wenn man sich dann für das Gewehr entscheiden sollte. So, dann nehmt ihr den Abzugsbügel, der kommt quasi so rein. Den legen wir rein und im Schaft hier hinten ist so eine kleine Aussparung. Einfach runterdrücken, der fällt auch nicht von alleine raus. Der ist aus Verbundkunststoff, da passiert nicht viel. Dann legen wir hier diese Hülse. Ich mache so, ich nehme hier die Schraube und tue die Hülse schon mal oben drauf. Und dann lege ich das so ein bisschen auf die Seite. Und dann... dann füge ich die Teile schon mal zusammen. Das ist natürlich jetzt wieder Vorführeffekt bei der Kamera, ne? So. So, jetzt passt alles. Und ja. Die Hülse hier hinten, die im Schaft liegt, die zentriert sich eigentlich mehr oder weniger selber. Wenn nicht, kann man da einfach mit der Schraube ein bisschen nachhelfen. So, und dann heften wir das mal ganz kurz an, denn wir brauchen noch die 2 anderen Schrauben. Und zwar diese hier. Die sind hier mit in diesem großen Beipack dabei. Einmal hier mit diesen Schaftverbreiterungen, Verlängerungen. Und hier ist noch in der Tüte mit diesen Schrauben, sind 2 kleine O-Ringe dabei. Einen habe ich jetzt montiert für hier vorne, für den hinteren, weiß ich nicht. Nehme ich ihn nicht, weil hier so ein Metallring drunter ist. Und ja, hier ist der angesprochene Laufadapter mit Fertigungsresten. Auch nicht schlecht. Lange Schraube kommt in die Mitte vom Gewehr und die kurze Schraube kommt vorne hin. Dafür braucht ihr den 2,5 mm Innensechskantschlüssel und dann einfach festdrehen. So, da ich jetzt den O-Ring drunter habe, hat es jetzt ein bisschen länger gedauert. Und dann ziehen wir hier die Schraube auch noch fest. Handwarm langt vollkommen, da muss man nicht irgendwie brutal dran gehen, weil... ihr schraubt Stahl in Aluminium und das Aluminium ist natürlich weicher als Stahl und wird euch dann ausreißen, wenn ihr es übertreibt. So, kommen wir noch mal kurz zu der Schaftverlängerung. Das ist nämlich ein bisschen merkwürdig. Also die ist hier hinten, könnt ihr sehen, mit 2 Schrauben. Mit Zylinderkopfschrauben ist das verschraubt. Ich mache es gerade mal raus. Ich drehe es mal um. Ich hoffe, ihr könnt jetzt hier so alles sehen. Ich drehe die jetzt gerade mal raus. Hier sind kurze Zylinderkopfschrauben verbaut. Und auf der Begadi-Webseite ganz unten, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist auch ein Bild mit Schraubenlängen. Das sind M5-Schrauben. Dann kann man den Schaft eigentlich einfach entspannt abnehmen. Ist natürlich, der ist aus Gummi gefertigt, ne? Schön rutschfest. Und ich für meinen Teil, weil ich etwas längere Arme habe, würde ja dann gerne, sagen wir mal, eine längere Dings nehmen, hier eine Schafterweiterung. Aber irgendwie
sind hier keine passenden Schrauben. Ihr könnt es hier sehen. Also ich nehme jetzt eine Schafterweiterung und ich blende euch dann noch mal ein Bild rein von der Begani-Webseite. Sagen wir mal, wenn man zwei Schafterweiterungen nehmen möchte, ist auf der Begani-Webseite geschrieben, ihr sollt bitte hier die 45 mm Schrauben nehmen und dann passt es alles. Jetzt ist es allerdings bei mir so, ich hätte gerne aber nur eine Schaftverlängerung und dafür sollte man diese M5 x 30 mm nehmen. Die waren hier überhaupt nicht dabei. Leider. Deswegen werde ich jetzt mal hier die 2 verbauen. Und weiter auf dem Bild kann man noch sehen, es sind 3 Schafterweiterungen, aber im Lieferumfang sind aber nur 2. Die Schafterweiterung, die kann man dann natürlich noch extra bei Begani kaufen bzw. bestellen. Die fehlenden Schrauben hier, ja, die brauchen wir jetzt Begani nicht nachzuschicken. Da fährt man einfach mal flugs in einen gut sortierten Baumarkt. Ich meine, die Maße sind ja bekannt. Da kauft man sich einfach welche. Ja, also das ist jetzt kein großer Negativpunkt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dadurch, dass es vielleicht auch die Waffe war, die für die Produktfotos genommen wurde oder so, keine Ahnung. Kann das natürlich sein, dass da die Schrauben fehlen. Egal, ich habe jetzt mal hier die 2 montiert und damit wäre das Gewehr eigentlich schon fertig. Nur noch ein Scope drauf und dann einschießen und dann seid ihr schon ready to go. So, aber wir besprechen dann erst nochmal die Funktionsteile. Kammerstängel, Zylinder ist ja klar, habe ich ja anfangs auch schon gesagt. Sicherung ist nach vorne ist der Abzug freigegeben, nach hinten, jetzt mal ein bisschen wieder in die Mitte. Wenn man die Sicherung nach hinten zieht, quasi zu sich, dann ist der Abzug komplett gesperrt. Beim Schaft, die Wangenauflage, die ist stufenlos verstellbar. Da dreht man einfach hier diese große Schraube etwas lose. Dann kann man die Wangenauflage, die kann man dann hochziehen, runterdrücken, so wie man es braucht. Ich hatte es mir schon mal ein bisschen eingestellt, jetzt habe ich es wieder verstellt und dann dreht man das einfach wieder zu. Wir haben auf beiden Seiten CNC gefräste Aluminium Riemenösen. Leider haben wir im vorderen Bereich keine Riemenöse, da müsste man sich dann welche für M-Lock besorgen. So, und dann haben wir hier jetzt noch das Hop-Up-System, ne? Könnt ihr ja vielleicht sehen, wir haben hier 0 bis 12, also im Grunde 13 Einstellungsstufen. Hop-Up lässt sich aber in dieser Skala stufenlos einstellen. Ja, da muss man dann halt gucken, was ihr für ein BB-Gewicht habt und dann kann man das dementsprechend einschießen. Und da man das bei diesem Gewehr schön testen kann, testen wir gerade mal die Dichtheit. Ich nehme vorne hier an der Mündung diese Mündungskappe ab. Und ja, hier drin ist halt das Gewinde 14 mm Negativgewinde oder positiv, ich weiß es gerade nicht. Da kommt auf jeden Fall der mitgelieferte Adapter rein und dann könnt ihr euch einen Schalldämpfer drauf machen, so wie ihr lustig seid. Worauf ich aber hinaus möchte, der Innenlauf geht wirklich bis hier vorne hin, könnt ihr sehen. Und ich werde jetzt hier einmal durchrepetieren und dann gucken wir mal, wie dicht das System ist. Ich werde jetzt mal hier einfach einen Leerschuss abgeben. Ja. Also es drückt sich am, man kann es hier hören, es drückt sich dann hier am Nozzle und Hop-Up-Bucking, drückt sich das Ganze dann ein bisschen raus. Ne? Also wenn das noch ein bisschen dichter wäre, dann wäre es gut, aber ich sag mal, bis es wirklich so weit kommt, ist die BB längst aus dem Lauf draußen und ich meine gut, das ganze Ding hat ja eh ab Werk schon 2,8 Joule mit 0,40 Gramm BBs, was nicht ohne ist, sagen wir es mal so.
Das war es jetzt mit Unboxing und so ein bisschen mal die Bedienteile erklärt. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Zerlegen. Und wir fangen an, das Ding langsam mal zu zerlegen, beziehungsweise besprechen noch mal so ein paar kleine Details. Das Größte habe ich ja eigentlich schon abgehandelt. Dadurch, dass es sich um Federdruckrepetierer handelt, ist das meiste Interessante auch intern. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an, das Teil einfach mal auseinanderzunehmen. Zuerst Magazin raus, wie bei jeder VSR auch. Hier unten ist ein Knopf, draufdrücken und dann kann man hier das Magazin entnehmen. Magazin fast 30 Schuss, wie eben schon gesagt, sind zwei Stück im Lieferumfang enthalten. Warum die jetzt grün gehalten sind, keine Ahnung, spielt aber auch jetzt nicht wirklich eine große Rolle. Ich müsste nochmal nachlesen, aber auf der Begali-Webseite ist auch beschrieben, welche Magazine da noch so genau passen. Und bevor wir jetzt anfangen, das Ding zu zerlegen, will ich euch noch was Interessantes zeigen, warum ihr vor dem ersten Gebrauch unbedingt den mitgelieferten Putzstock verwenden sollt oder was ihr auch immer daheim habt. Wenn ihr schon ein paar Airsoft-Waffen habt, seid ihr vielleicht unter anderem gut ausgerüstet mit Putzwerkzeug. Ich habe eben schon einmal kurz durchgezogen und ich war so, scheiße, da ist ja ziemlich viel Dreck drin. Ich will euch jetzt mal zeigen anhand des Putzstocks, warum man das unbedingt machen sollte. Es ist schon nicht mehr so schlimm wie der erste Durchgang. Und ich drehe das Tuch hier gerade mal um. Also das Ding hat wirklich sehr viele Verarbeitungsrückstände. Ja, ist immer noch drin. Ich werde das Ding gleich erstmal reinigen. Wenn wir den Außenlauf ausgebaut haben. Das hier war der erste Durchgang. Das hier ist der zweite Durchgang. Da werde ich gleich nochmal mit Reinigungsalkohol durchwischen, sonst kriegt man den ganzen Schmodder nicht vernünftig daraus. So, wir fangen an zu zerlegen. Wie auch eben schon gesagt, leider hat Begali das irgendwie verpasst, hier ein passendes Werkzeug mit beizulegen. Deswegen müsste man das zwingend zu Hause haben. Naja, wenn nicht, muss man sich halt so ein Innensechskant-Schlüsselset irgendwie im Baumarkt besorgen. Ihr braucht ein 2mm Innensechskant-Schlüssel und ein 4mm Innensechskant-Schlüssel für die komplette Montage. Und auch wenn ihr hier dieses M-Lock-Segment oder die M-Lock-Segmente abnehmen wollt, braucht ihr auch hier diesen, ist das? Nein, da brauchen wir sogar einen 1,5 mm Innensechskant-Schlüssel. Aber um das Gewehr, quasi das Gehäuse, das System und den Schaft zu vereinen, benötigt man diesen 2 mm und den 4 mm. Und ich habe euch ja eben gezeigt, wie man das Ding zusammenbaut. Jetzt bauen wir es wieder auseinander. Also hier unten die zwei Schrauben, die vorderen Schrauben sind 2 mm. Die einfach lösen. Kann man sich recht einfach merken, die lange kommt hinten hin, die kurze kommt vorne hin. Und für das hintere Schräubchen braucht man den 4er Innensechskantschlüssel. So, die Sicherung muss dabei eingelegt sein, um das System entnehmen zu können. Warum sie da jetzt nicht Schrauben genommen haben mit der gleichen Innensechskantgröße, das erschließt sich mir jetzt nicht ganz. Es sind nämlich immer M4 Gewinde. Warum er jetzt da unterschiedliche Innensechskantgrößen verbaut, weiß ich jetzt nicht. Naja, vielleicht wird es ja noch abgeändert, vielleicht gibt es ja noch mal irgendwann eine Revision. So, und dann kann man den Schaft einfach entnehmen und wie auch eben schon gesagt, hier diese Aluhülse nicht verlieren, die könnte man noch gebrauchen. Die kommt nämlich hier drin rein. Ja, ich lege es jetzt mal einzeln. So,
vielleicht gucken wir uns dann nochmal den Schaft an. Ja, ist halt ziemlich robuster Verbundstoff. Wenn man jetzt noch wollte, könnte man hier im vorderen Bereich. Ah, das habe ich auch erst gar nicht gesehen. Die M-Lock-Segmente, die sind hier mit Mütterchen gesichert. Aber man könnte hier diese M-Lock-Montage könnte man runternehmen. Diese Harris-Montage könnte man hier mit Lösen dieser Mutter auch noch runternehmen. Also da ist man dann wirklich auch modular aufgestellt. So, den Abzugsbügel, den kann man drin lassen. Wie gesagt, der Schaft sehr solide verbaut. Hier wird wahrscheinlich erstmal nichts kaputt gehen. Mal schauen, ich habe auch schon, wie gesagt, mit Begadi geredet. Vielleicht gibt es da in naher Zukunft mal irgendwie auch andere Schäfte. Guti, dann fangen wir mal so langsam an. Das Scope habe ich mal runtergenommen. Und warum auch nicht, wir können vorne anfangen und demontieren erstmal ja, hier diesen Block. Dazu braucht man auch einen 2 mm Innensechskantschlüssel. So, und damit ihr das auch alles vernünftig seht, habe ich mich gerade mal dazu entschlossen, euch mal ein bisschen näher ranzuholen. Macht ja auch Sinn. So, wie eben schon gezeigt, haben wir jetzt hier diesen Block runtergenommen. Aufpassen, Schräubchen hier nicht verlieren. Sind Zylinderkopfschrauben mit Größe M3 Gewinde. Und dieser Block sitzt hier drauf, dient einmal der Befestigung der Schraube und der Zentrierung im Block. Hier greift nämlich quasi mehr oder weniger die vordere kurze Schraube ein, die den Schaft mit unter anderem befestigt. Ja, wie man hier schön sehen kann, das ganze Ding ist wirklich picobello CNC gefräst. Sieht schon schick aus. Alles 100% passgenau. Ja, und dann nochmal eine kleine Korrektur. Also für die kleinen vorderen Schrauben hier vorne braucht ihr einen 2,5 mm Innensechskantschlüssel. Und für diese kleinen Schrauben braucht ihr, mein Gott, wer baut so viele unterschiedliche Schrauben? Braucht ihr einen 2 mm. So, für diese Schraube, die den Lauf hier fixiert. Die kann man dann nämlich schon mal rausmachen und dann kann man den Lauf theoretisch schon mal rausdrehen. Aber wir sind ja hier vorne an der Laufkappe, die kann man nämlich auch abdrehen. Und nee, geht so nicht. Also müssen wir den Lauf erstmal mitsamt der Hop-Up-Unit einfach mal rausdrehen. So, dann haben wir hier schon den Zylinder und den ganzen anderen Kram. Und dann haben wir hier die Hop-Up-Unit. Die Hop-Up-Unit ist hier noch mit einer Schlitzschraube, quasi das Einstellrädchen ist mit dieser Schlitzschraube verbunden. Und ja, die kann man dann erstmal auch ausbauen. Hier diese Schlitzschraube einfach rausdrehen. Die ist ab Werk auch schon ziemlich locker. Das war bestimmt nicht so gewollt. Dann legen wir die auch beiseite. Ja, die Schrauben, die kann man jetzt nicht wirklich verwechseln. Und dann nehmen wir das am besten, diesen Einstellring, nach vorne ab. Wenn ihr es nachher wieder montiert, müsst ihr natürlich darauf achten, dass dieser weiße Strich nach hinten zeigt, quasi zu euch zum Schützen hin und nicht nach vorne. So, dann kann man hier die Hop-Up-Unit mit Innenlauf schon mal rausnehmen und dann bleibt uns eigentlich hier nur dieser blanke Außenlauf, quasi eine leere Metallröhre. Die stelle ich mal beiseite. Dann haben wir hier den Edelstahl Außenlauf. Hier sind so Spacer drauf und Kunststoffröhrchen. Die kann man einfach abnehmen. Die Spacer sind aus Aluminium. Und dann haben wir hier die Hop-Up-Unit. Hop-Up-Unit und so weiter gucken wir uns gleich an. Erstmal schauen wir uns das Systemgehäuse mit Abzugsgruppe etwas genauer an.
Wie eben schon gesagt, der Zylinder ist komplett aus Edelstahl, hat einen Außendurchmesser von 26,5 mm, ist damit im Durchmesser 2,5 mm größer als ein Standard VSR Zylinder. Heißt, wir haben natürlich auch mehr Zylindervolumen zur Verfügung. Was darin resultiert, dass man auch mit einer schwächeren Feder eine für Sniper angemessene Energie gemäß schwerer BBs rausbekommen kann. Wobei man da jetzt auch sagen muss, Joule ist natürlich nicht alles. Also man kann natürlich auch mit 2 Joule und den entsprechenden BB-Gewichtungen genauso weit kommen wie jemand mit 2,5 Joule oder mehr. Weil die müssen dann am Ende auch schwere BBs spielen, damit die Kugel auch diese ganze komplette Energie irgendwie transportieren kann. Also ich würde mich dazu entscheiden, hier eine deutlich schwächere Feder, eine 140er oder 150er Maximum zu verbauen. Dann lässt sich das Teil sehr, sehr leicht spannen. Man kann schnelle Schussfolgen haben und man kann trotzdem die Energie haben, auf die man gehen möchte. Wobei ich sage, dass alles über 2 Joule in der Sniper irgendwie... Ja, man will nicht unbedingt auf Großwildjagd gehen, sagen wir es mal so. Aber anscheinend verkauft sich das dann besser. Egal. Wir fangen an und testen erstmal, wie dicht dieses System ist. Man kann es ja schön von Hand spannen. Und ich halte einfach den Daumen hier vorne drauf und drücke mal ab. Und wir hören mal, ob es zischt. Also ich würde sagen, das Ding ist 100% dicht. Mehr brauche ich dazu jetzt nicht sagen. Da kann man gerade anfangen, das Ding zu zerlegen, würde ich sagen. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken. Ich bin jetzt hier komplett blind reingesprungen in dieses Video, wie man hier diesen Spring Guide oder den, wie nennt man denn das Teil? Spring Guide Stopper. So, wie man diesen Spring Guide Stopper am besten rausbekommt, ohne sich irgendwas zu verdummdödeln. Und das werde ich jetzt gerade mal rausfinden, ob ich diesen Pin rauskloppen muss oder nicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, diesen Pin hier unten, ihr könnt sehen, den Pin habe ich mit Hilfe eines ausgenudelten Schraubenziehers entfernt. Und aber jetzt müssen wir natürlich den Spring Guide Stopper erstmal ziehen, was erfreulicherweise sehr einfach ging. Der ist natürlich komplett aus Stahl gefertigt und macht einen sehr guten Eindruck. So, dann legen wir uns das alles erstmal beiseite und dann müssen wir diese 2 Schrauben lösen, beziehungsweise man kann den Verschluss auch so rausnehmen, beziehungsweise den Zylinder. Und dann haben wir hier schon den Zylinder, also einfach Abzug drücken und dann den Zylinder nach hinten rausziehen. Dann sehen wir hier schon die ganzen Komponenten. Gucken wir uns dann aber gleich an. Widmen wir uns erstmal weiter dem Systemgehäuse. So, zum Lösen dieser 2 Schrauben von der Abzugsgruppe braucht ihr wieder diesen 2,5 mm Innensechskantschlüssel. Die Schrauben habe ich jetzt einfach schon mal angelöst, damit es jetzt hier im Video ein bisschen vorangeht. Und dann kann man die auch einfach losschrauben und dann kann man alles abnehmen. Dann hat man quasi nur noch das blanke Systemgehäuse. Wenn ihr jetzt wollt... Das hier ist das Dustcover, so wie Begadi das nennt. Wenn ihr die Picatinny-Schiene oben losschraubt oder anlöst, dann kann man dieses Dustcover auch komplett entfernen. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt rausmachen, weil man hat halt dann entweder hier so ein
silberlackiertes Plastikteil oder man hat hier einen silbernen oder chromfarbenen Verschluss bzw. Zylinder. Ich lasse es jetzt mal drin. Für die Spieler unter euch durchaus vielleicht interessant, weil da würde ich das wirklich drin lassen, damit sich kein Dreck hier drin irgendwie sammeln kann, der unnötigerweise an so einer Stelle reinkommen könnte. Ich sage bewusst könnte. Muss dann halt jeder für sich selber entscheiden. Ich mal gucken, vielleicht mache ich das nachher auch nochmal raus. Ansonsten, falls noch nicht erwähnt, alle Daten natürlich unten in der Videobeschreibung. CNC gefräst ist das Gehäuse, ist die Abzugsgruppe. Es sind hier sehr viele CNC gefräste Teile drin. Und da muss ich sagen, für den Preis ist das schon echt eine gute Verarbeitung. Das ist echt eine gute Preis-Leistung. Ich hatte natürlich auch schon ein paar Sniper in der Hand, obwohl ich gar nicht Sniper spiele, aber ich habe trotzdem meine Erfahrung mit, ich nenne es jetzt einfach mal Luftgewehren im Airsoft-Bereich. Und dann gucken wir uns mal die Abzugsgruppe an. So, gucken wir uns erstmal die Abzugsgruppe von außen an. Wie auch hier, das Gehäuse an sich ist CNC gefräst und macht wirklich einen soliden Eindruck. Das ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet und schwarz eloxiert. Abzug ist aus Stahl gefertigt. Sicherungshebel ist aus Stahl gefertigt. Hier das SEER ist natürlich dann auch aus Stahl gefertigt und viele andere verschiedene Sachen auch. Wir öffnen das Ding auch hier wieder den 2,5 mm und die Schrauben sind irgendwie nicht so festgezogen. Als hätte Begadi gewusst, dass ich da jetzt ein Review drüber mache und lass die Schrauben mal ein bisschen lose. Oder man muss es auch einfach nicht so fest anballern. So, dann öffnen wir das Ganze mal vorsichtig. Wie gesagt, zwei Schrauben raus, den Deckel vorsichtig abheben. Und dann haben wir hier drin die ganze Mechanik, die hier vorherrscht. Es ist im Grunde nichts anderes, wie ich das eben auch schon anfangs erwähnt hatte. Vielleicht könnt ihr das jetzt hier gut sehen. Ja, könnt ihr. Ne? Könnt ihr gut sehen. Das hier, das greift hier in diesem 90-Grad-Pisten hinten ein. Und der hohe Abzugswiderstand, der kommt daher, dass man, ihr könnt es hier sehen, der wird einfach gerade nach unten gezogen. Auch wenn hier so Rollen drin sind, Rollenverschluss, wie nennt man das denn? Low Friction, wenig Widerstand, so ein Mechanismus drin verbaut ist mit Rollen drin, so ein Rollenmechanismus. Aufgrund der Feder, die hier wirklich schon sehr stramm ist, ist eine 160er oder Minimum 160er, würde ich jetzt mal tippen. Und mal gucken, wie man damit noch umgeht. Vielleicht bringt es was, wenn ich hier vorne mal ein bisschen mit feinem Schmirgelpapier oder Wasserschleifpapier, 1000er oder 2000er Wasserschleifpapier, blank poliere, ob man da dann weniger Reibung bekommt. Weil die Endkappe hier, die scheint aus Edelstahl zu sein und das ist schon mal nicht verkehrt vom Zylinder bzw. vom Pisten. Ja, also wie ihr sehen könnt, ist hier eigentlich nicht viel los. Wir haben hier im oberen Bereich haben wir eine kleine Rückholfeder, wir haben hier eine kleine Zugfeder, die die das hier wieder nach oben zieht. Also es ist nichts Übertriebenes. Es funktioniert. Es sind effektiv hier zwei bewegliche Teile, die für den Schussmechanismus verantwortlich sind. Und die Sicherung funktioniert einfach mit einem Schiebemechanismus. So ist der Abzug gesperrt und vorne ist der Abzug entsichert. Es ist simple, einfache Technik, die aber auch leider auf Kosten des hohen Abzugsgewichts, würde ich jetzt mal sagen, vorhanden ist. Aber es ist eine schöne, kompakte Bauweise und es ist wirklich alles sehr gut gefertigt. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, dann gucken wir uns zu guter Letzt nochmal hier diesen Zylinder an und wie man den zerlegt.
zuallererst, Bugatti hat auch gleichzeitig noch ein sehr breites Sortiment auf den ein Zubehörsortiment auf den Markt gebracht. Es gibt unter anderem auch einen verlängerten Kammerstängel hier. Das könnt ihr dann hier mit dieser Schraube einfach rausdrehen. Dann könnt ihr den auswechseln. Mal gucken, vielleicht kommen auch mit der Zeit noch andere Designs auf den Markt. Was, mal sehen, was Bugatti sich da ausgedacht hat oder auch noch ausdenkt. Wir lösen auf jeden Fall erstmal hier die hintere Schraube. Und dann zeige ich euch, wie man den ganz easy und einfach von Rechtsschütze auf Linksschütze umbaut. Und wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, braucht ihr hier einen 5 mm Innensechskantschlüssel. Und wir drehen das einfach lose. Und aha. Ihr könnt sehen, das Ganze ist hier nochmal mit einer Madenschraube bzw. Gewindestift gesichert. Da braucht ihr wieder einen 2 mm Gewindestift. 2 mm Innensechskantschlüssel. So, ich weiß jetzt nicht, ob man den ganz rausdrehen muss oder nur anlösen. Ich denke, nur anlösen wird die Sache schon richten. Und natürlich aufpassen, wenn ihr das rausschraubt. Hier ist nämlich, sind kleine Kügelchen und Federn verbaut. Die wollen euch dann natürlich auch entgegenfallen. Und das wäre doof, wenn man die verliert, weil dann hat man nicht mal so einen knackigen Kammerstängel. So, das alles gerade mal schön beiseite legen. Und ja, dann seht ihr hier schon die ganze Mechanik und die ist gespiegelt auf der anderen Seite, heißt, ihr dreht es dann einfach um. Ihr müsst gucken dann, dass die Feder auf der Schussrichtung rechten Seite ist, dass die hier in diese Löcher eingreifen kann. Werde ich jetzt bei mir nicht machen, weil ich bin Rechtshänder und ja. So, das hier ist dann aber auch gleichzeitig die Endkappe vom Zylinder. Die ist, habe ich es eben gesehen, mit einem dicken Bolzen gesichert. Ihr könnt es hier sehen, oder ja, auf der Kamera sieht man es jetzt schlecht. Das ist schön plan geschliffen. Hier ist ein Bolzen drin. Oder es ist noch zusätzlich verschraubt. Ja, es ist verschraubt. Es ist, oh Gott sei Dank. Da hat mal jemand mitgedacht. Ihr könnt es hier sehen, da sind auch Gewindeflanken zu sehen. Das Ding ist festgeschraubt und verplombt, verbolzt, gesichert mit einem Bolzen, sodass sich das Ding garantiert nicht ausnudelt, wie bei sehr vielen anderen Modellen, zum Beispiel auch bei meiner K98 von S&T. Da werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Update-Video zu machen, aber bleiben wir erstmal bei der BSR. Dann müssen wir hier vorne das Nozzle lösen. Idealerweise habt ihr dafür ein passendes Tool. Die Löcher sind natürlich gestopft hier mit diesen Gummidämpfern. Ist natürlich jetzt auch nicht so toll. Da ich das ungern verhunzen möchte, ich habe eben schon mal gemessen. Man braucht nämlich 20er Schlüssel. Also 20er Schlüsselweite bräuchte man. Die habe ich jetzt natürlich nicht da. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie ein spezielles Tool gibt. Deswegen nehme ich jetzt mal hier ganz vorsichtig meine Wasserpumpenzange. Wenn ihr keine Erfahrung habt damit, bitte nicht nachmachen. Das hier dient nur der... Ja. Das ist absolut nichts. Kann man sich jede Menge verhunzen, aber ich muss es euch ja irgendwie zeigen. Ich war auf alles gefasst, nur auf das nicht. Etwas doof. Und das Ding sitzt auch noch fest. So. Ich habe das gerade mal auf Kamera ein bisschen angelöst. So.
So, und natürlich jetzt hier müsst ihr natürlich aufpassen, weil hier ist Federspannung drauf, logischerweise. Und wenn vorne die Nozzle ab ist, beziehungsweise der letzte Gewindegang stiften geht, dann, oh, naja, es geht. Das ist ja easy. Aha. Hier ist eine abgekürzte Feder. Die ist abgeschnitten. Junge, die ist stramm. Die hat Bock. Auch interessant, das habe ich so noch nicht gesehen. Aber okay. Ja, keine Ahnung, was das hier für eine Feder ist, aber ich habe jetzt mal die Daten mit der mit dem Beschussprotokoll verglichen und ich nehme an, es ist sowas in Richtung 160er Feder. Und ich würde aber definitiv auf eine 140er Feder runtergehen, einmal ums Material ein bisschen zu schonen, wobei es jetzt hier jetzt wahrscheinlich nicht so gravierend ist. Und zum anderen, um die Joule-Zahl ein bisschen runterzubringen, weil die 2,8 Joule finde ich persönlich sehr übertrieben. Da möchte man nicht mehr getroffen werden mit. Auch nicht auf 20 oder 25 Meter. Das tut richtig Aua. Mit einer schweren BB dann auch noch. Dann gucken wir uns nochmal den Pisten an. Hier vorne schön mit einer breiten Aufprallfläche. Und wir haben ja eben schon gesehen im Test, dass das Ganze gut, sehr gut abdichtet. Hier hinten ist die Edelstahl-Endkappe mit dem 90-Grad-Winkel, wo das Sear eingreift. Das ist alles Bombe verarbeitet. Das ist gut. Passt hier natürlich perfekt rein. Das ist alles aus Edelstahl gefertigt. Spring Guide für bis zu 9 mm. Ich nehme an, 9 mm ist das hier. Ja, bis 9 mm Federn könnt ihr alles verwenden, also 9 mm Federinnendurchmesser, logischerweise, ja. Und mehr kann ich euch hier jetzt nicht zeigen, weil es ist alles vernünftig verarbeitet. Es ist, selbst der Zylinder hier ist ziemlich dickes Material, könnt ihr auch noch spaßeshalber messen. Der Innendurchmesser vom Zylinder ist 23,9 oder knapp 24, wenn man sich das Gewinde mal wegdichtet, sagen wir mal 24. Und zum Vergleich popel ich gerade mal hier, das ist ein testweise mal ein anderer Zylinder von der S&T, ist aber auch gleich mit einem VSR. System, der hat 24,1 außen und 22,3 innen. Naja, 21,6. Ja, 22. Herrgott, richtig messen will gelernt sein, ne? Ja, sagen wir mal, es ist um die 22,1 mm Innendurchmesser. Also, das heißt, wir haben hier eine große Volumensteigerung von knapp 2 mm im Durchmesser. Das ist schon nicht wenig. Also es ist schon mehr wie ein Bore-Up-System. Aber, wie gesagt, es ist alles sehr, sehr gut verarbeitet. Ja, dann bauen wir den Zylinder mal wieder zusammen. Der war auch schon von Werk aus sehr gut gefettet und lässt sich auch wirklich wieder sehr leicht montieren. So, das sollte passen. Und dann bauen wir auch noch den Kammerstängel wieder dran. Das kleine Federchen und das kleine Kügelchen. Ich lege es mal gerade hier so rein und dann
notiert man das am besten direkt wieder so. So. Und direkt die Schraube drauf, dass hier nichts mehr schief gehen kann. So. Und hier die Madenschraube auch direkt wieder anziehen, damit man das nicht vergisst. So. Natürlich auch hier handwarm anziehen, langt natürlich vollkommen. Kleiner Funktionscheck. Und dann passt es auch wieder. Der Kammerstängel ist wirklich sehr knackig, gefällt mir echt gut. Ja, machen wir weiter mit der Hop-Up Unit. Kommen wir zur Hop-Up Unit und es sieht erstmal sehr unübersichtlich aus, aber ich denke, das ist alles gar kein großes Thema. Kommen wir erstmal zu der generellen Funktion. Also hier ist der Hop-Up Arm. Hier unten drunter ist der Tensioner und der Außenlauf, der Innenlauf hat übrigens ein 7 mm Hop-Up Fenster. Das sieht aus, als wäre es auch CNC gefräst aus Aluminium. Im eingebauten Zustand, wenn der Außenlauf noch drüber wäre, würde das Ganze so aussehen mit diesem Einstellring. Und diese Schraube, die greift quasi hier in diesen Rotator ein. Und die macht eigentlich nichts anderes als den Hop-Up-Arm verstellen. So, in Schussrichtung wäre es gegen den Uhrzeigersinn mehr Hop und mit dem Uhrzeigersinn weniger Hop. Ist ja auch auf der Skala so am Außenlauf angegeben. Machen wir da raus. So, jetzt muss ich auch erstmal schauen. Naja, wir schrauben einfach mal drauf los. Ihr könnt sehen, hier ist eine kleine Madenschraube bzw. ein kleiner Gewindestift. Das kleine silberne Teil in der Mitte. Auch wieder sehr speziell. Also wenn man wirklich hier im Detail mal irgendwas zerlegen will, da braucht man doch schon Werkzeug ohne Ende. Es ist ein 1,3 mm Innensechskantschlüssel, den man natürlich nicht mit der Hand so lose drehen kann. Das drehen wir jetzt mal komplett raus. Ich denke nämlich, die Hop-Up Unit ist hier... Ah, hier ist was, hat sich gerade was gelöst. Ah, es ist verschraubt. Dieser Ring kann abgenommen werden und dann kann ich noch nichts lösen. Dann bleiben am Ende vielleicht nur noch hier diese zwei Schrauben über und die zwei auf der Stirnseite. Na ja, lösen wir die erstmal. Ich weiß jetzt nicht, ob was damit zu tun hatte, aber ich kann hier diesen Verstellring vom Hop-Up-Arm kann ich jetzt sachte runter machen. Und ihr könnt sehen, hier unten drunter ist noch so ein kleiner O-Ring, der als ja, Passung dient. Ah. Ah, clever, okay. Also hier hatten wir da, das ist ja holla, die Waldfee. Das sind zwei Segmente, die quasi im Außenlauf diese ja, Nuten, in diese Nuten eingreifen. Also ne, die liegen so da drin. So, die kann man auch egal wie rum reinmachen und dann werden die festgeschraubt. Die Arretierdinger, die quasi einen C-Clip ersetzen. Clever, gut gelöst. Das gefällt mir gut. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, wir bauen es komplett auseinander und ich habe dabei gemerkt, man den Hop-Up-Arm, den kann man ja wirklich ganz leicht ausbauen. Dieser Pin, der sitzt nicht sonderlich stramm da drin. Warum auch? Muss ich auch irgendwie frei bewegen. Hier drin diese kleine Feder nicht verlieren. Und dann haben wir hier quasi noch den Tensioner, der auch so rauskommen müsste. Ja, ich meine, guckt euch das Zeug mal an für das Geld. Ich meine,
Das ist schon echt ordentlich. CNC gefräst, CNC gefräst. Ja. Da kann man sich echt nicht beschweren. So, und dann sind hier auf der Stirnseite noch zwei Schrauben. Die werde ich jetzt auch mal lösen. Die sind wahrscheinlich dazu, um für diesen, ja, ich krieg's jetzt gerade nicht ganz aufs Bild, für diesen BB-Mechanismus, diesen Rückhaltemechanismus, dass keine BB aus dem Lauf, aus dem Lauf rauskullern kann, wieder zurück in den BB-Schacht oder dass mehrere BBs gefeedet werden. Dazu nehmen wir auch hier diese Zylinderkopfschrauben, diese Senkkopfschrauben raus. Festhalten, nicht, dass da irgend jetzt was an Federchen flöten geht. Die sind lang, also die kommen da rein. Die kann man auch nicht vertauschen. Dann kann man das einfach abnehmen. Oh, das ist ja echt geil. Das ist ja echt sauber gelöst. Das muss man ja sagen. Ne? Hier kommen quasi die BBs an und wenn das Nozzle hier hinten angefahren kommt, dann drückt das quasi einmal den Mechanismus nach oben und lädt nur eine BB. Das kann man ruhig mal zusammengebaut lassen, legen wir uns das mal beiseite. Aber wir testen gerade mal. Oh, das Nozzle, das sitzt schon ein bisschen strammer hier drin und dichtet dadurch wahrscheinlich auch gut ab. Auch durch diese Phase, die hier angebracht ist. Das ist ordentlich. Im Grunde wäre es jetzt nur noch das. Ich lasse es jetzt mal so zusammen, bevor da sich noch irgendwas kaputt macht oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist halt auch, sieht aus wie ein Standard VS Air Bucking. Aber halt für 7 mm Lauffenster. Die Hop-Up Unit an sich. Oh, kommen wir da mal drauf zu sprechen. Auch natürlich CNC gefräst, alles wunderbar verarbeitet, passt genau. Also hier gibt es auch nichts zu meckern. Da hat jemand sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt. Manche würden jetzt vielleicht sagen, gut, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich finde es vom Aufbau her wirklich echt easy. Und auch alles sehr passgenau und es sitzt, passt, wackelt und hat ein ganz bisschen Luft und einfach geil. Okay, ich baue die Hop-Up Unit jetzt wieder zusammen, beziehungsweise ich reinige die jetzt erst nochmal gründlich mit Reinigungsalkohol und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, ihr könnt sehen hier, ich habe gerade mal die Abzugsgruppen doch wirklich nochmal auseinandergebaut, um mal zu gucken, was man da unter Umständen mit dem Abzugsgewicht noch regeln kann. Ja, das hier ist quasi das Sear und ihr könnt sehen, hier ist schon langsam aber sicher so eine Stelle blank. Die werde ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig mit einer Feinfeile ja, quasi planschleifen, dass hier, man sieht hier auch noch wirklich diese Rillen da drin, ne? Die sind natürlich auch nicht so gut. Ich werde den oberen Bereich mal ein bisschen blank machen, plan machen und dann werde ich das Ganze noch mit ein bisschen Tausender und dann 2000er Schmirgelpapier etwas glätten und gucken, ob das Abzugsgewicht dann etwas gediegener wird. Gut, ich habe das Ganze jetzt mal poliert und ja, ich bin jetzt nicht so krass mit der Feile dran gegangen. Ich habe mich eigentlich mehr auf den oberen Bereich fokussiert, dass da so gut wie möglich keine Rillen mehr drin sind. Das Ganze dann mit 1000er Wasserschleifpapier und dann anschließend nochmal mit 2000er Wasserschleifpapier gefinisht. Und es ist jetzt eine deutlich glattere Oberfläche und die sollte natürlich sehr viel weniger Widerstand bieten. Wenn ihr sowas auch macht, also wirklich nur auf diese Auflagefläche hier, quasi die Auflagefläche, die zum Schützen zeigt, konzentrieren. Nicht irgendwie hier oben Material wegnehmen oder so. Das ist nicht gut, das muss unbedingt stehen bleiben. Wirklich nur ein, zwei, drei Züge mit der Feile und dann
einfach mit dem Wasserschleifpapier polieren, was das Zeug hält. Also ich habe jetzt hier eine Viertelstunde insgesamt poliert und dann sieht das Ganze irgendwann so aus. Ist natürlich auch noch nicht perfekt. Man sieht immer noch diese Rillen da drin, aber mehr Material wollte ich jetzt auch nicht wegnehmen. So, dann machen wir jetzt hier nochmal einen Schluck Fett drauf. Mein eine Kameralicht hat sich gerade verabschiedet. Warum auch immer, hat keine Lust mehr. So, dann bauen wir das gerade mal schnell wieder zusammen. Ich hoffe, das geht jetzt so, auch ohne Licht. Das Federchen muss da rein. Dann machen wir gerade mal wieder das hier rein. So. Mal ein bisschen das Fett verteilen auf den Seiten auch. Dass da überall ein bisschen Fett dran ist. Dann flutscht das auch besser. Dann schrauben wir das Schräubchen wieder fest. Das ist eigentlich recht easy. Eigentlich recht easy, aber fummelig, weil klein. Die war ab Werk auch nicht sonderlich festgeschraubt. Dann der Bolzen rein. Der Bolzen noch rein. Passt. Dann machen wir auf die Rollen auch noch ein bisschen. Ein bisschen Fett. Ein bisschen Fett, sagte er und drückte die halbe Tube raus. Egal, kann ja eh nirgendwo hin, von daher. Dann braucht man da die nächsten 10 Jahre nicht neu fetten. So, das war's eigentlich schon. Eigentlich, wenn man weiß, was man machen muss, wo man anhalten muss, ist es eigentlich recht simpel, dann einfach hier wieder den Deckel drauf zuschrauben, fertig ist der Bums. So, sieht doch alles schon mal recht ordentlich aus. Jetzt muss es nur noch so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. So, ein anderer Tag, ein neues Glück. Kommen wir einfach zum Fazit. Ja, was soll ich hier groß rumreden? Also das Ding ist für 360 Euro der absolute Megaknaller, was eine Sniper angeht. Ja, klares Konkurrenzprodukt zu dem schon anfangs erwähnten ja, YouTube-Sniper aus Österreich. So, kurz und knackig. Sehr viel CNC gefrästes Zeug hier drin und das ist mega geil verarbeitet, angefangen von der Abzugsgruppe, über das Systemgehäuse, über den Outer Barrel Hop-Up-System. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, wenn man so ein Hop-Up-System als Zubehörteil kaufen würde mit dem ganzen CNC gefrästen Kram da drin, wäre man auch locker 150 Euro los und irre.
irre, einfach ein sehr gut modifiziertes, ja, mit, sagen wir, die VSR 10 hat da etwas Pade gestanden und wurde von Grund auf verbessert. Ja, angefangen von der Verarbeitung bis hin zum Lieferumfang, absolut top, direkt ab Werk, zwei Magazine dabei. Da ist man also erstmal safe, was Snipern angeht, weil beim Snipern schießt man eigentlich auch nicht so viel, aber die Magazine sind auch schnell gewechselt. Ja, hatte ich auch schon gezeigt. Auf der Begali-Webseite sind natürlich auch weitere Magazine verlinkt, die ihr dann verwenden könnt. Leider bin ich da jetzt nicht so im Thema drin, aber naja. Gut, und zum anderen gibt es bei Begali dann natürlich auch noch weiteres Zubehör, wie ein verlängerter Kammerstängel, Schalldämpfer und alles drum und dran, eine Schafterweiterung. Ja, Link unten in der Beschreibung, guckt euch einfach mal in Ruhe an. Wäre jetzt zu viel, alles so zu besprechen. Also, nochmal ganz kurz und knackig, Preis, Leistung, mehr als top. Wer Spaß daran hat, zu snipern oder, naja, sagen wir jetzt mal nicht, snipern anfangen möchte, dann irgendwann kann man ja damit anfangen, aber jetzt nicht als Einsteigergewehr für Airsoft verwenden, davon würde ich euch dringend abraten. Wenn ihr allerdings sagt, gut, ich will das Ding eh nur zum Büchsenschießen verwenden, dann könnt ihr hier auch gerne zugreifen. Die Energie ist auf jeden Fall ausreichend, um auch mal eine Büchse umzuschmeißen, sagen wir es mal so. Ja, was noch weiterhin positiv ist, neben der guten und genial geilen Verarbeitung und den CNC-gefrästen Teilen, ich kann es nicht aufhören zu wiederholen, ist natürlich die einfache Bedienung. Also es lässt sich sehr leicht spannen. Abzug ist natürlich genauso wie die Sicherung beidseitig bedienbar. Man kann es direkt ab Werk ohne irgend weiteres mit Lösen einer dicken Schraube und Lösen einer kleinen Madenschraube bzw. Gewindestift von Rechtsschütze auf Linksschütze umbauen. Hop-Up-System kann man sauber einstellen von außen direkt on the fly, wenn man irgendwas verändern möchte. Wangenauflage ist natürlich auch on the fly einfach stufenlos verstellbar. Einzig und allein die Schaftkappe, da muss man halt wirklich vor dem Spiel sich vorbereiten und dann auf den jeweiligen Blade Carrier oder was auch immer ihr beim Spielen anhabt, muss man die Schaftkappe einfach anpassen. Auch was das Thema Tuning betrifft, hier muss man kein Geld reinstecken, es sei denn, man investiert 10 bis 15 Euro in eine andere Feder. Meine Meinung dazu kennt ihr, ich würde in eine schwächere Feder, eine 140er oder 150er Feder investieren. Hier passen alle Begali-Tuning-Federn für VSR, sprich, es passen natürlich auch alle anderen Nicht-Begali-Federn mit einem Innendurchmesser von 9 mm. Last but not least kommen wir endlich mal zum Negativen und hier gibt es wirklich nicht viel negativ zu berichten. So ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Erstens ist kein Werkzeug mit dabei. Ihr könnt Begali nochmal nachbessern und zumindest für die Montage Werkzeug mit beilegen. Kostet jetzt auch nicht die Welt, die paar Cent. Ja, mein Gott. Ne? Und zum anderen, die Schrauben, diese 30 mm Zylinderkopfschrauben, bei der Verwendung für nur eine Schafterweiterung oder Schaftverlängerung, die sind nicht dabei, sind auch im normalen Lieferumfang nicht dabei. Ich habe es schon mal mit Begali beschrieben. Vielleicht werden sie das noch abändern. Ist jetzt aber auch kein allzu großer Beinbruch, weil, wie gesagt, Maße sind bekannt. Fährt man in einen gut sortierten Baumarkt, der solche Schrauben lose führt. 30 mm, M5 mal 30 mm und dann kauft man die und dann kann man das auch ohne weitere Probleme montieren. Der größte negative Kritikpunkt ist der, dass die Abzugsgruppe bzw. der Abzug und das hier nur zweiteilig sind. Hat sehr viele diverse Nachteile. Zum einen, das Abzugsgewicht ist relativ hoch bei dieser Standardfeder. Wenn ihr jetzt noch eine stärkere Feder reinmacht, steigt es natürlich exponentiell an. Macht ihr eine schwächere Feder, steigt es exponentiell ab. Also Abzugsgewicht wird weniger. Wenn man jetzt ein dreiteiliges
Abzugssystem oder Siersystem nehmen würde, wo quasi der Abzug einen Kipphebel betätigt, welcher dann wiederum das Sier betätigt, so wie in meiner K98, da wäre das alles kein Problem. Auch würde ich mir wünschen, dass man den Abzug irgendwie in irgendeiner Weise einstellen könnte. Aber das war auch schon das größte Manko, was ich dabei habe. Ist jetzt auch eher so mein persönlicher Geschmack, weil dieses hohe Abzugsgewicht meiner Meinung nach auch das Schussbild etwas verfälscht. Ich meine, im Schusstest habt ihr es gesehen. Ich habe ein paar Schüsse verrissen, das war definitiv ich, aufgrund des hohen Abzugsgewichtes. Ansonsten schießt das Ding wirklich dahin, wo man auch hin zielt. Ich würde euch hier gerne an Kais Airsoft weiter empfehlen. Der hat nämlich einen Reichweitentest, einen sehr ausführlichen Reichweitentest gemacht, bis 80 Meter. Sehr informativ, und da kann man definitiv da jetzt nochmal eine andere Meinung reinholen. Also schaut auch gerne bei Kai im Airsoft-Channel gerne mal vorbei. Aber um euch nochmal zu verdeutlichen, was ich jetzt genau meine mit diesem hohen Abzugsgewicht. Ich meine, das Ding lässt sich wirklich super easy spannen, ja, keine Frage. Und es ist hier, man hat direkt einen Druckpunkt und dann zieht man einfach nur gegen eine elend lange, starke Feder an, die, keine Ahnung, wenn ich jetzt schätzen müsste, sind das bestimmt 5 Kilo oder so, 5 bis 6 Kilo oder sogar mehr, ich weiß es nicht. Ich habe leider keine Zugwaage dabei oder da, viel besser gesagt. Das ist etwas schade. Ja, und dann nochmal zum Vergleich mit dem Abzugsgewicht. Hier meine K98, ich meine, ich kann es euch jetzt nur gefühlt zeigen. Ihr merkt natürlich nichts. Aber das Abzugsgewicht hier bei meiner K98, die wirklich auch super, super easy läuft. Es ist halt eher, man merkt halt dieses Umlenksystem mit diesem Kipphebel. Es ist deutlich angenehmer. Und was mir hierbei jetzt auch noch aufgefallen ist, aufgrund des hohen Abzugsgewichtes tun einem irgendwann der Zeigefinger weh, mit dem man normalerweise den Abzug betätigt, gehe ich jetzt mal von aus. Also nach meinem Schusstest, nach knapp 2 Magazinen, 60 Schuss, ohne Handschuhe hat man schon wirklich gemerkt, dass sich dieser recht schlanke Abzug doch sehr in den Finger schneidet. Ich habe jetzt auch keine dicken Wurstfinger. Vielleicht liegt es da dran. Jemand, der ein paar kräftigere Finger hat, der wird sich da wahrscheinlich nicht so dran stören. Aber wenn ihr damit plant und, sagen wir jetzt mal, nicht so durchschnittlich kräftige Finger habt, so wie ich, so ein paar lange Gruselfinger, dann würde ich euch doch empfehlen, Handschuhe zu benutzen. Habe ich auch schon mit Begadi geschrieben, ob man da nicht irgendwie eine Lösung zum Dranklemmen beziehungsweise mit einer Verschraubung, ob es da irgendwie eine Lösung geben könnte, hat Begadi geschrieben, das ist jetzt erstmal nicht der Plan, kommt jetzt erstmal drauf an, wie gut sich das Ding hier verkauft. Was aufgrund der wirklich sehr guten Verarbeitung und allem drum und dran, glaube ich, kein Problem sein dürfte. Ja. Das war jetzt mein Fazit dazu. Was haltet ihr davon? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und natürlich haut auf den Like-Button, lasst mir ein Abo da, ist natürlich komplett kostenlos. Hilft mir, hilft euch, abonniert die Glocke, um auch kein weiteres Video von mir zu verpassen. Und ich wünsche euch noch einen extrem geilen Tag. Und ich sag Hui Welle, allemal, ich bin raus. Bis dann.